So ihr Lieben, komm ins Gym. Folge Nummer 8, diesmal mit Iron Sascha. Viel Spaß mit dem Video. Moin ihr Lieben und willkommen zum neuen Video und damit auch zur neuen Folge Komm ins Gym. Heute ist Sascha am Start, aber ihr kennt das Prozedere. Jetzt gibt es erstmal die Trainingssequenz von heute zu sehen und dann sehen wir uns hier wieder zu den Fragen. Also bis gleich. So, da sind wir wieder zurück von der Trainingssequenz. Wir sind noch beide noch richtig schön am Nachölen. Und ich habe heute den Sascha hier. Und wie üblich, ja, ihr kennt das, ihr habt Fragen auf Instagram gestellt. Wir haben uns die Fragen angeguckt. Nein, ich habe mir die Fragen angeguckt. Sascha weiß nicht, worum es geht. Genau. Aber für den Anfang würde ich trotzdem mal sagen, Sascha, stell dich mal vor. Erzähl mal, wer du so bist, was du so machst und wieso du heute überhaupt hier bist. Ich muss nicht so ganz nah ran. So ist okay? Ja, ich hab's. Okay. Hi, ich bin Sascha, bin 29 Jahre. Ich mache jetzt seit 2 Jahren Kraft-Dreikampf, also seit 2018. Ich selber werde gecoacht von Thomas Geider, bin aktuell Norddeutscher Meister 2019 mit einem Total von 675 Kilo und überlege, ob ich nächstes bzw. übernächstes Jahr mal an einem Bodybuilding-Wettkampf teilnehmen sollte. Genau, das ist so. Das erstmal zu mir. Ansonsten bin ich beruflich Trainer, Online-Coach. Das war's. Ja. Sag nochmal kurz, in welcher Klasse? 83 Kilo. Und ich wiege aktuell 82,7. Sehr schön. Ja, du kannst ja mal so ein bisschen, bevor wir jetzt in die Fragen reinstarten, einfach mal so ein bisschen erzählen, wie bist du zu dem Sport gekommen? Wie lange trainierst du schon? Was ist so ein bisschen deine Trainingshistorie? Einfach damit die Leute mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Ja, also ich bin 2018 auf The Prep gestoßen. Das liegt einfach daran, weil ich 2017 mir überlegt hatte, dass ich irgendwas mal ja, so wettkampfmäßig machen wollte, aber hatte nicht so Bock auf Bodybuilding eigentlich. Und dann hatten ein paar Kollegen von mir gesagt, ey, du bist ziemlich stark für deine Größe, probier doch mal Powerlifting aus. Ich hatte gar keine Ahnung, was Powerlifting ist, habe mich so ein bisschen rumgeklickt, auf Instagram ein bisschen geguckt, bin dann auf Thomas gestoßen, auf The Prep gestoßen, auf Simon gestoßen und habe mir das dann mal ja, zugelegt, das kostenlose Programm, habe dann einfach mal gestartet und habe mich dann währenddessen entschieden, dann mich dann für die LM in Saarstadt anzumelden. Das war dann mein Wettkampfdebüt 2018 und seitdem mache ich Powerlifting. Das hat mich dann einfach so gezeckt, einfach, dass ich gedacht habe, da mache ich auf jeden Fall weiter. Dann kam nach dem super guten Insanity 2018 leider eine kleine Verletzung, die mich 2019 dann rausgehauen hat. Aber ja, ich habe einfach nicht aufgegeben und habe dann gesagt, okay, dann bereite ich mich vor für die Norddeutsche Meisterschaft und habe dann da den Norddeutschen Meister geholt. Ansonsten werden die ein oder andere mich wahrscheinlich kennen von den Max Out Boys, die wir ja auch 2018 beim Insanity gegründet haben. Ja, auch so aus der Leidenschaft des Sports heraus einfach. Genau, und weil ich diese Leidenschaft entwickelt habe, habe ich mich auch dazu entschlossen, dann Trainer zu werden, Online-Coaching zu betreiben. Also das ist alles so eine Schleife geworden im Grunde genommen. Perfekt, dann bleiben wir auch gleich beim sportlichen Thema mit den ersten paar Fragen und eine essentielle Frage auch fürs Powerlifting, wie kriegt man dicke Arme? Die kann ich beantworten. Also ganz essentiell natürlich nicht curlen. Ich weiß, alle curlen da draußen, ich curle
nicht. Also seit diesem Jahr schon. Viel Bankdrücken, noch mehr Bankdrücken, super viel Bankdrücken und dann noch mehr Bankdrücken. Und dann bekommt ihr einen dicken Trizeps und hoffentlich auch einen dicken Arm. Hast du eine Zentimeterangabe so ungefähr? Wie viel Progression man macht oder wie viel ich habe? Also ich habe schätzungsweise 42,5. Ja, habe ich wirklich. Das müssen ja sein. Nee, habe ich wirklich. Ja? Ja, ich bin einfach so klar. Ich mache das nicht. Ich würde jetzt mega kolossal abstinken dagegen. Aber auch passende Frage, wo du gerade die Pose schon gemacht hast. Lebenswichtige Frage, Bodybuilding, ja oder nein? Definitiv ja. Ich habe einfach gemerkt, dass ich doch so auch so diesen körperlichen, also diesen Aspekt zum geil aussehen, sagen wir mal so, geil aussehen, irgendwie da Bock drauf habe und deswegen starte ich das jetzt einfach mal. Einfach mal auch mal ein bisschen andere Trainingsroutine zu bekommen. Schwer liften macht echt Spaß und das werde ich auch niemals ganz rauslassen, aber ich einfach probieren und deswegen machen wir das jetzt einfach mal und ja, klares Ja. Sehr schön. Dann, du hast eben schon die Maxout Boys angesprochen. Eine Frage, und zwar, ob es einen Maxout Battle 2021 geben wird. Könnte ich auch beantworten, aber ich habe ja Sascha hier. Also, war die Frage. Ja. 2021 wird es wieder einen Maxout Battle geben. Jetzt, 2020, müssen wir das Ganze leider schweren Herzens erstmal absagen. Wir werden es dann versuchen, frühzeitig in 21 reinzuschieben. Das kommt jetzt natürlich auf die Planung drauf an. Wir müssen gucken, was diese ganze Corona-Situation hergibt und wie die ganzen Wettkämpfe jetzt verlaufen. Aber für 21 ist auf jeden Fall wieder das Maxout Battle geplant. Und koste es, was wolle, das ziehen wir auf jeden Fall durch. Und das wird wiederkommen. Das wird wiederkommen. Ja, muss auch einfach. Ja. Also geht gar nicht anders. Ja, sind auch irgendwie tatsächlich zwei oder drei Fragen in die Richtung gekommen. Wann und ob es das Maxout Battle wiedergeben wird. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr realistische Einschätzung und vernünftige Stellungnahme dazu. Ja, wir bleiben noch im sportlichen Bereich. Und zwar die Frage, ob du irgendwann mal international starten willst. Ob jetzt Bodybuilding oder KDK ist ja erstmal dahingestellt, aber generell. Schwierige Frage. Ich habe bisher immer, also ich war bisher immer so ein bisschen anti-international zu starten. So der ganze Ruf, wie das ganze Training so ablaufen soll und wie man da gecoacht wird, das hat mir persönlich nicht so gefallen. Ich meine, würde sich an der Situation irgendwas ändern, dann würde ich wahrscheinlich jetzt ein klares Ja geben. Aktuell sehe ich mich da aber einfach nicht wirklich so. Ich denke auch nicht, dass ich stark genug dafür bin, wenn man meine Konkurrenz mal angucken würde. Und ich will schon irgendwie konkurrenzfähig sein. Von daher zeigt mich das jetzt nicht so richtig, international zu starten. Und Bodybuilding sowieso nicht. Das geht nur auf einem Weg und da fehlt mir die Ambition zur Spritze. Die habe ich leider nicht. Deswegen, ja, da wird das nichts. Alright, dann haben wir auch da genug zugehört auf jeden Fall. Auch das hast du eben schon ein bisschen angedeutet. Du machst Online-Coaching und bist Coach. Da war so ein bisschen so eine allgemeine Frage. Was bedeutet Coaching für dich? Also Coaching bedeutet erstmal nicht für mich, dass ich nur Pläne schreibe und ich nenne es jetzt mal Trainee, das abarbeitet und ich dann eine neue Planung mache, sondern für mich bedeutet Coaching eher eine Betreuung im Sinne von besser zu werden für das Ziel, was der Athlet hat. Es ist natürlich die Trainingsplanung, dann aber auch so ein bisschen der zwischenmenschliche Aspekt. Es sind ja auch immer wieder so Momente, ey, das Training läuft nicht gut, dann musst du halt ein offenes Ohr für den Athleten haben, ne? Definitiv. Du solltest auch nie so in eine Richtung nur denken, du solltest immer versuchen, dich ein bisschen weiterzubilden und auch mal auf andere zu hören. Also versuche mal das Beste aus allen Sachen rauszunehmen, probier es dann einfach aus und guck, ob das funktioniert. Probier es am besten erstmal bei dir aus und dann kannst du dir deine Meinung davon bilden. Aber vielmehr so eine allgemeine Betreuung. Weil ich sehe auch, ich coache ja relativ viele Mädels, auch bei uns im Gym. Es sind halt viele Faktoren, die dazukommen. Und das ist nicht einfach damit getan, einen Trainingsplan zu schreiben und sagen, hier, mach mal. Da muss man schon ein Gefühl für haben. Also eher so eine Betreuung auf Trainingsebene und zwischenmenschliche Ebene. Alright, sehr nice Ansatz. Wir können natürlich das Sportkapitel nicht
beenden, ohne eine ganz entscheidende Frage zu stellen. Doch können wir stellen die Frage heute nicht. Aber ich kann dir sagen, sie wurde oft genug gestellt. Gut, wir schließen das Sportkapitel an dieser Stelle. Für alle, die die Frage gestellt haben, es tut mir sehr leid für euch. Einer hat übrigens gesagt, die Frage ist genug gestellt worden. Die Frage ist, wann machst du weiter? Aber damit hören wir auch auf. So, wir kommen zu einem ganz, ganz anderen Thema. Deine Top 3 Animes. Platz 1 ist definitiv One Piece. Platz 2 My Hero Academy. Ja, da staunst du, ne? All Might ist einfach der Beste. Und Platz 3 erst Dragon Ball. Das tut mir jetzt alle für Dragon Ball Fans echt leid, aber All Might ist einfach der King. Okay. Justin weint gerade wahrscheinlich. wir bleiben bei dem Thema und ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber die Frage war Bon Chan oder Don Creek? Bon Chan, Bon Chan, ich habe keine Ahnung. Das steht hier so. Bon Chan, Don Creek? Ach, ja, es kommt aus One Piece. Ah. Ja. Don Creek. Ohne Begründung. Okay, dann lassen wir das so stehen. Die nächsten zwei Fragen hängen so ein bisschen zusammen. Ich dachte mir, wir stellen beide. Und zwar erstens, welcher Superheld du gerne wärst und oder was deine geheime Superpower wäre. Boah, das ist aber eine harte Frage. Ich denke, ich wäre gerne Superman. Er kann einfach alles und ich würde auch gerne alles können. Und meine Superkraft wäre einfach nur stark zu sein. Das würde mir auch vollkommen ausreichen eigentlich. Ich will einfach nur stark sein. Das reicht. Das ist so eine gute Superkraft. Ja. Wir haben noch eine Zuschauerfrage gerade reinbekommen. No joke. Ja, ich hoffe, man hat den Arm so gesehen. Ich habe mir das gar nicht ausgedacht. Wo kann man am besten One Piece gucken? Auf onepiecetube.com. Ja, auf jeden Fall One Piece Tube bei Google eingeben, dann findet ihr das direkt erste Seite. Perfekt. Damit haben wir auch das Thema so Comic, Superhelden, Anime-Kram und so weiter abgeschlossen. Aber auch eine Frage, die dir sicherlich sehr, sehr wichtig ist und die du bestimmt gerne beantwortest. Lieber Chicken McNuggets oder Pizza? Chicken McNuggets auf einer Pizza? Zählt das? Bestimmt. Also wenn ich mir jetzt eins aussuchen müsste, ne? Ich würde mit Chicken Nuggets gehen. Ich würd mit Chicken Nuggets gehen, ja. Ist schon ein bisschen eingeschränkt dann so im Vergleich zu einer Pizza so, aber naja gut. Ja, aber nee, ich würd mit Chicken Nuggets gehen. Okay, okay. Die Frage können vielleicht einige nachempfinden und fühlen, aber du solltest jetzt beantworten und zwar, wie sehr du Renés Pancakes liebst. Ich liebe sie übrigens sehr. Ich brauche wieder welche mal. Also auf einer Skala von 1 bis 10 sind sie mindestens eine 15. Mindestens. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich nur durch Renés Pancakes den Insanity-Joghurt abgeliefert habe. Also, einfach, also da kann man einfach auch nichts zu sagen. Das ist eine pure Kalorienbombe. Es sind mindestens, also ein Pancake hat so mindestens 5000 Kalorien. Da sind so Süßigkeiten, alles was ihr euch vorstellen könnt, dazwischen Toffifee, Nutella, Kinder Bueno, alles. Einfach eine pure Kalorienbombe. Das ist, als hätte man Sex mit 5 Frauen gleichzeitig an Weihnachten und Ostern. Okay, dann mal eine kritische Frage. Also nee, nicht wirklich, aber hey. Kaffeeliebhaber angeblich, aber den ganzen Tag Energy trinken. Ist das nicht eigentlich Ketzerei? Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich... Also für die Energy-Liebhaber da draußen muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich noch eine ganze Palette Monster zu Hause stehen habe, die noch nicht angerührt wurde, weil ich mir so viel Kaffee kaufe. Ich habe so viele Kaffeesorten momentan zu Hause, dass ich die alle durchprobieren muss. Und ich bin noch nicht mal zu einem Review gekommen, weil ich einfach immer wieder eine neue Packung aufmache. Ich glaube, ich habe zur Corona-Zeit fast 150 € für Kaffee ausgegeben.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber so ungefähr, das müsste hinkommen. Also eine Bestellung an dem einen Wochenende, wo ich die Umfrage gestellt habe, waren 110 Euro. Nur für Kaffeesorten. Ja, aber ich trinke gar nicht so viel Monster und Energy. Hm. Ah, hier, ich habe Nocco gepostet, ne? Ich weiß nicht, von wem die Frage kam. Direkt Seele verkauft. Wahrscheinlich wird es das sein, ja. Gut, dann sind wir auch so mit dem Thema Essen, Trinken, bla und so weiter durch. Wir haben noch drei abschließende Fragen, die so ein bisschen tiefer gehen. Hatten wir letztes Mal auch schon hier mit Rieke. Und zwar, wer oder was inspiriert dich im Leben? Boah, ich weiß gar nicht, wie man Inspiration so an sich interpretieren soll. Du kannst es also mit der nächsten Frage verbinden, und zwar, was ist deine größte Motivation? Also du kannst gerne das ein bisschen gemixt beantworten. Also wenn ich jetzt eine Person beschreiben würde, die mich persönlich motiviert, war es schon immer Dwayne The Rock Johnson. Nicht, weil er einfach so krass aussieht, sondern weil ich mich lange damit beschäftigt habe, wo er herkommt, wie er sich hochgearbeitet hat, nenne ich mal. Und seine ganze Philosophie hinter dem Sport, hinter dem Leben, das feiere ich einfach. Und das ist so eine Inspiration für mich einfach, die ganze Persönlichkeit. Und was mich persönlich immer wieder inspiriert und motiviert, immer weiterzumachen, ist auch einfach, wo ich herkomme. Das wissen nicht viele, aber ich hatte eine ziemlich, ziemlich schwere Zeit. Nicht nur in meiner Kindheit, sondern auch danach lange und hatte ja nicht so direkt mit Depressionen zu kämpfen, aber das ging schon gut in die Richtung. Und einfach, dass man sich da selbstständig rausgekämpft hat, das motiviert mich persönlich, dass ich weiß, dass ich das selber geschafft habe. Und deswegen denke ich auch einfach, dass ich alles schaffen kann, wenn ich das nur möchte. Nice, sehr coole Antwort auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, auch für die Offenheit. Und die letzte Frage hier, weil wir die anderen eben so ein bisschen kombiniert haben. Was ist der Game Changer für alles, ist die Frage. Also entweder kommt sie von Thies oder von René. So, entschuldige die kurze Unterbrechung. Da war die Speicherkarte voll. Ich glaube, du hast zu lange geredet. Nein, Quatsch. Richtig gut, Mann. Mir gefällt das gut. Wir waren bei der letzten Frage und zwar, was ist der Game Changer für alles? Nochmal von vorne. Ja, also ich denke, die Frage kommt entweder von Thies oder von René. Der Game Changer für alles ist einfach Seitheben. So, also, das hat folgende Gründe. Nummer 1. Durch viel Seitheben seht ihr einfach praller aus in der Schulter. So, ihr seht geiler aus. So, ich hatte lange Zeit Probleme mit meiner Schulter. Und seitdem ich so extrem viel Seitheben in den Plan geschrieben habe bekommen, habe ich keine Probleme mehr. Also, das ist der Game Changer. Und, witzige Sache, seitdem ich Seitheben mache, kann ich mal wieder Kreuzheben. Also, ganz klar. Mein Leben läuft wieder, seitdem ich Seitheben mache. Der Game Changer. Ja, herrlich. Hauptsache, ich sehe darin so eine richtig tiefe Frage, so mit richtig deepen Content, so, wo es richtig tief so reingeht. Und es ist, ja, okay, danke. Ja, du lagst übrigens richtig mit der Intuition. Es war Thies, der die Frage gestellt hat. Aha. Geil. Ja, wie gesagt, ich habe das als richtig tiefe Sinnesfrage verstanden. Na gut, aber wir sind durch. Cool. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Mir hat's sehr gefallen, ja. Wenn ihr noch Fragen an Sascha habt, haut das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Haut vor allem auch auf jeden Fall in die Kommentare, sofern ihr noch hier seid, wer bei der nächsten Folge Comments Gym dabei sein soll. Nicht vergessen zu liken, zu abonnieren, zu kommentieren. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Sehr gern. Und dann kennt ihr das. Besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.